Das Zeug ist sehr wichtig, wenn ihr das nämlich vergisst. Vergesst, so. Werdet ihr ein kleines Problem haben, denn das Item ist story-relevant. Und man kann es vergessen, ja. So, gehen wir mal eine Runde failen. Ja, genau. Nein! Mann! Naja, okay, da oben hin, da weiß ich nicht, ob wir noch dahin wollen. Wahrscheinlich schon, schätze ich mal. Aber erstmal schauen wir uns noch hier um. Da war ja noch ein Kristall. Genau hier der. So, ich glaube aber, dann haben wir sogar alles. Ich glaube, da unten war dann nichts mehr. Moment. Okay, da ist auch nichts mehr. Nein, nein. Och man, ich wollte rumhüpfen. Hup. Das geht, das geht. Alright. Naja, hat alles gepasst, Leute. So. Dann gehen wir mal hier über diese kurze Schnur. Und dann sind wir auch schon bei der Pforte. Wake. Ich habe eine Darbietung für dich vorbereitet. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, und da sind wir auch schon bei dem ersten, naja, Bosskampf. Und zwar dieser dreckigen Schlange. Wir präsentieren die höllische Hölle, Hölle, Hölle. Keine Ahnung. Und da muss man halt eben die goldenen Glieder abtrennen. Und ganz einfach, umnieten. Ein bisschen eleganter vielleicht, als ich es gerade tue. Boah, knapp. Komm her. Nein, es ist aus dem Bildschirm raus. Fail. Naja, wir machen das jetzt einfach so, so. Das funktioniert nicht. Okay. Genug der Tests. Nein, ich habe noch einen aus dem Bildschirm rausgehauen. Ah, da bist du ja. Nein, gib mir EP. Danke. So, und du auch. Komm her, bleib da. Meins. Geld sogar. Nice. Oh ja, rollt. Nein, doch nicht so weit. Och Mann, wo wollt ihr eigentlich hin? Kommt her, ich will euer Erfahrungsguthaben. Komm schon. Ich sehe dich noch. Yes, es hat Bumm gemacht. Gut. Und. Nein, nein, nein! Mist, es hat nicht Bumm gemacht. Geh weg, geh weg! Ja? Ah. Oh. Wie die so weit rollt. Geht ja gar nicht. Komm wieder her. Komm schon. Sie ist verschollen. Auf ewig. Komm zurück. Nein, ich wollte doch noch die EP von dem Vieh haben. Kommst du bitte mal? Mistvieh! Mann! Das war die heut unsere heutige Show. Vielen Dank. Ups. Das war der falsche Knopf.
Nordamerika kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Oh, und da werden ganz viele mit ihren Seelen bestückt. So, dann hätten wir den vierten Turm geschafft. Dann muss ich mal kurz was überprüfen. Denn es gibt noch zwei Bonus-Schreine. Ah, hier ist, glaube ich, der erste von denen. Ob man die erst machen kann, wenn der fünfte Turm gemacht ist, oder ob das vorher schon geht. Ich glaube, dazu musste, glaube ich, der fünfte Turm gemacht sein. Aber nicht, dass ich mir das verkacke. Probieren wir das jetzt vorher mal. Topf, komm her. So, ein Vieh. Och ja, das war ja wohl ein Treffer. Komm schon, komm. Topf. Okay. Auf den habe ich zwar gar nicht gezielt, aber okay. So, wunderbar. Jetzt ist nicht der richtige Zeit. Die richtige Zeit. Komm wieder, wenn alle fünf Kontinente befreit sind. Okay, also wir müssen erst noch den fünften Turm machen, um diese Bonusschreine begehen zu können. Ja, was die dann bringen, ja, das fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, ne? Aber die will ich nicht vergessen. Ich will unbedingt dran denken. Und wir gehen auch gleich mal ganz dreist in den letzten und fünften Turm. So, der ist jetzt relativ, ja, schauen wir mal. Erstarrt. Das ist der Wächter, okay. Und der natzt uns weg. Und das passiert so lange, bis wir eine ordentliche, ganz bestimmte Rüstung haben. Dazu müssen wir aber jetzt erstmal zurück ins Dorf, denn wir haben ja den Kristallfaden erhalten. Der ist nicht umsonst Story relevant. Denn wir müssen ja, wir haben ja eine Weberin im Dorf. Wenn ihr das noch wisst, die Weberin, eine gute Freundin. Ja, genau, wir müssen zu Melina und ihr diesen Kristallfaden geben. So. Die Hälfte vom Dorf oder fast das Ganze. Nein, die Hühnchen sind doch nicht. Nein, die armen Hühnchen. So, zurück zu Melina. Hallo, Melina, wie geht es dir? Dieser Faden, er ist wundervoll. Es ist ein Kristallfaden. Kann ich ihn haben? Ich werde ihn in diese Weste einweben. Ich bin sicher, dass sich dies kräftigen und schützen wird. Sorry, Leute. Ich werde morgen früh damit fertig werden. Wick, du siehst müde aus. Geh nach Hause und ruhe dich aus. Besuch mich dann morgen wieder. Okay, Melina. Vielen Dank, dass du mir eine schöne Weste weben wirst. Ja. Und wir dürfen jetzt einmal Heier machen, ansonsten schreitet das Spiel nicht voran. So. Ah, der ist auch wieder da. Ich frage mich, wie die Welt außerhalb des Dorfes aussieht. Bisher konnte niemand das Dorf verlassen. Eine unsichtbare Macht hält uns zurück. Warum nur? Das verstehe ich einfach nicht. Tja. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Was gibt es, Wick? Gähn. Weiser, ich bin müde. Schließe deine Augen. Ich werde dich heilen. Yay. Danke. Ein Schläfchen im Bett kann dich auch heilen. Der Kristallspeer gibt dir verlorene Kräfte wieder. Willst du dich selbst heilen, so ist eine der Knollen. Geh nun. Okay. Ja, wir sind jetzt anscheinend geheilt worden, aber wir müssen trotzdem Heier machen gehen. Zack. So, und wir wachen mitten in der Nacht auf. Jeder ist hier am Pennen. Was zum... Was sagst du? Der Boden ist hart. Oh. Oh Gott, und ihr Pott köchelt immer noch? Das ist doch saugefährlich.
Wenigstens werde ich nicht angemeckert, wenn ich ein paar Äpfel esse. Nun ja, jetzt sind wir in Krista bei Nacht. So, und was da besonders interessant ist, natürlich unsere Freundin. Ihr Götter, erhöret mich. Ihr Mächtigen, ich flehe euch an, schützt Wick vor Verletzungen. Und bitte, bringt ihn bald wieder zurück. Was ist los? Kannst du nicht schlafen? Deine Weste ist fast fertig. Morgen hast du sie. Wick, ruhe dich etwas aus. Ich hoffe, du wirst mich nicht verlassen. Wenn die Weste fertig ist, Wick. Das wirst du doch nicht tun, oder? Wir werden sie definitiv nicht anlügen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt nicht die einzige ist. Es muss da draußen mehr geben. Viel mehr. Ich verstehe. Wick, du bist anders als die übrigen Leute des Dorfes. Vergiss nie, dass ich immer bei dir bin. Egal, wo du auch bist. Vergiss das bitte nie. Du hast noch etwas Zeit. Ruhe dich aus, bevor du gehst. Komm morgen früh wieder, ich werde dich erwarten. Na dann. Oh, diese Musik geht nicht weg, das ist gemein. Ich hasse diese Musik, die geht direkt ins Herz, ey. Wenn man das Spiel kennt. Oh ja. Dann müssen wir jetzt wieder in die Haya und dürfen dann morgen erst wieder mit Melina reden. So. Ach, komm, Ark, was machst du denn da? Boden knutschen. Boah. So, es wird Zeit mal zu speichern. Zeit mal zu speichern. So, das war das. Na dann. Gehen wir jetzt gleich wieder zu Melina, die hoffentlich mit der Weste fertig ist. Und ja, die ich eigentlich ja gar nicht verlassen will. Am liebsten würde ich einfach hier bleiben und dann Finale. So. Melina. Nawik, hast du gut geschlafen? Hier, nimm dies. Die Weste ist robust und widerstandsfähig. Beim Weben betete ich, dass dir nichts passiert. Sie wird dir gute Dienste leisten. Trage sie, wenn du in Gefahr bist. Wick erhält die Titanium-Weste. Sei vorsichtig. Ich werde für dich beten. Können wir nochmal reden? Nee, okay. Dann zieh mir mal ihr tolles Webstück an. Und zwar hier bei den Rüstungen, das immer ein komisches Symbol hat. Oh, wir hatten doch schon die Schutzweste. Hups. Naja, egal. Die Titaniumweste. Und, nein. Ich will sie nicht ablegen. So. Plus 6 Abwehr. Melina webte diese Weste. Ach. Ich habe das ganze Spiel ja mal mit der Weste durchgespielt, um zu gucken, ob ich dann ein Secret Ende freischalten kann. Ein Geheimende oder sonst irgendwas anderes. Ah. Aber... vielleicht war ja dann doch da was. So, jetzt können wir den fünften Turm endlich betreten. Und ich hätte euch eigentlich mal Magie zeigen können. Nee, Magie zeige ich euch ein anderes Mal. Ich gehe eh davon aus, dass die meisten Leute, die dieses Spiel schauen, es kennen. So. Aber egal, nichtsdestotrotz werde ich mal alle Ringe durchgehen irgendwann. Ja, Magie gibt es in Form von Ringen. Komm her. So, und jetzt stellen wir uns dem Wächter und seinem Laserstrahl. Was? Wir sind immer noch erstarrt? Oh nein! Die Titanium-Weste hat dich bewahrt. Ha! Gegen Melinas Gefühle in Form von dieser Weste kommst du nicht an. Ich hänge an der Wand! Naja, okay, das war dämlich. Aber ist ja nichts passiert. Komm her, du Mistvieh. Uah.
Ah, jetzt kommt das Geld. Klar, da bin ich schon halb wieder weg. Ja, hallo mein Freund. Ich mag dich auch. Komm her. So. Ja, und hier geht es dann zum Boss. Und auf der anderen Seite... Was? Dies ist deine letzte Aufgabe. Gehe nun. Okay, vielleicht geht es hier auch zum Boss. Und auf der anderen Seite geht es einfach nur runter. Okay, alles dunkel. Okay. Gehen die Lichter ganz gruselig an. Okay. Ach ja. Überhaupt nicht übertrieben im Vergleich zu den anderen Gegnern bisher, ne? Gleich mal verifizieren, wo ich blocken kann. Gut, hier. Ja, dann spuck mal. Daneben. Aua. Ja, das war nicht so effektiv. Zack, zack, zack. So, dann natzen wir dir die... Oh, stimmt, der kommt ja immer weiter nach vorne. Das habe ich vergessen. Blocken. Zack, zack, zack. So, die Arme ein bisschen kaputt machen. So, komm her, mein Freund. Ja, immer her hier mit deinem Arm. Und da ist der erste auch schon kaputt. Was ist schon? Hey, willst du nicht mehr mit deinem... Willst du nicht mehr mit deinem Arm zuhauen? Sag mal. So schlimm hatte ich das ja jetzt noch nie. Hallo? Ah. Ja, komm, näher. So ist richtig. Ja, 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 mach nur. So, wir machen das jetzt mal so. Haha. Okay, das hat doch jetzt getroffen. Okay. Au. Au. Können wir eigentlich runterfallen? Na, egal. Passt alles. So, wir machen das einfach so. Boah, le. Framerates. Wow. Ah, Mist, jetzt haben wir einen Blitzstich verkackt. So, jetzt. Komm. Ah, das war zu früh. Oder zu spät, keine Ahnung. Bam. Wir haben ein Level erreicht. Okay, Stärke wieder nur 1. Oh. Wir kriegen kaum Stats dabei. Das hatte ich aber auch noch nicht. Also das Gesicht zu zerfetzen gibt EP. Okay, interessant. Okay, jetzt ist er praktisch kaputt. Ich meine... Er kann nur noch mit seinem Schwanzlaser hier angreifen und dann... Aua, war es das schon? Ist also kein Problem mehr für uns. Wir machen einfach dauerhaft den Blitzstich. Mit dem weichen wir ja gleichzeitig aus. Da wir für eine kurze Zeit unverwundbar sind, während wir diesen benutzen. Souverän. Dämonenskorpion ist bezwungen. Wake. Du hast alle Prüfungen bestanden. Nun kann deine Reise beginnen. Kehre noch einmal ins Dorf zurück.
Australien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. So, dann hätten wir 5 Stück. Entschuldigung mal wieder. Und wir haben die restlichen Hühnchen befreit. Yes! Die kleinen Fettköpfe. Gell, Nego, ja? Naja. So. Nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Sie hat das in ihrem LP gesagt und nicht, dass ich sie jetzt als Fettkopf bezeichnet hätte. Das darf man bloß nicht missverstehen. Ist mir jetzt gerade so ein Gedankengang gekommen. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Ach du Scheiße. Nee, nee, nee. Das geht doch gar nicht. Stirb. Mistvieh. So, da haben wir noch so einen Koloss. Ha, komm. Du möchte gern, Ritter, du. So, dann müssen wir hier wieder... Ha. Zack. Nein, heiß. Hä? Komm her, gib mir den Topf. Verdammt, da bin ich nicht mehr schnell genug auf die Abwehrtaste gekommen. Huah. Ich habe das schöne Geld. Polynesien kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ja, das geht ganz fix hier. Das war Numero Uno. Und die zweite wartet da unten irgendwo. Ja, da muss man hier außen rum gehen, genau. Und das war, glaube ich, hier unten in der Ecke, ja. Genau. Das ist jetzt ein kleines Schieberätsel. Das muss noch weiter. So. Wir müssen nämlich bis zu diesem... Also einfach bis ans Ende kommen und ja, dazu einfach ganz wild das Zeug verschieben und dann wären wir auch schon da. Mu kehrt aus den Tiefen des Meeres an die Oberfläche zurück. Ach. Wie ich es einfach nur gewusst habe. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ah ja, und mal auf die Musik zu sprechen. Um auf die Musik zu sprechen zu kommen, die bei der Erweckung der Kontinente spielt. Also... wenn die Erde über uns kreist und wir da in dem Raum mit den mehreren Türen stehen. Ich liebe diese Musik. Ich liebe sie. Oder die Underworld oder Overworld Theme, die bald kommen wird, wo ich jetzt vielleicht schon wieder so viel verraten habe. Ich sag einfach gar nichts mehr. So, wir gehen mal zu Melina. Ihr habt das jetzt einfach nicht gehört. So, da war ich wieder zu sehr bei der Musik im Hype drin. Sei vorsichtig, ready für die Spänen. Ja, das hatten wir schon, meine Liebe. Ich habe sogar deine Weste an. Mann, das interessiert, das bemerkt die gar nicht. Pah, Frauen. So, dann reden wir mal mit dem Weisen. Was hast du uns zu sagen? Rick, du hattest Erfolg. Du warst Zeuge der Wiederkehr der Kontinente jedes einzelnen Turms. Doch nur das Land ist neu erstanden. Es gibt noch kein neues Leben. Wick, ich möchte dir etwas zeigen. Lass uns nach draußen gehen. Draußen gibt es in östlicher Richtung eine tiefe Erdspalte. Folge mir. Okay. Schalt bitte den zweiten Gang ein, mein Freund. Ne. Oh, der hat sich hier dann doch durchgeportet. Wunderbar. Ja, wir gehen dann jetzt mal zum Opi. Zum Weisen, sorry. Nicht zum Opi. Und er meint dies hier. Na? Die Erdspalt, verdammt. Ich dachte, da steht Erdspalte. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Es ist ein seltsamer Ort. Ein riesiger Ozean mit vielen Inseln. Einst stand die Welt in Blüte. Reich an Tieren und Pflanzen. Doch alles Leben verschwand. Und zurück blieb nur ödes Land. Ich wünschte, wir könnten die Oberwelt wiederbeleben. Unglaublich. Ich würde gerne versuchen, dir zu helfen. Ja, ich fühle, dass ich dazu bestimmt bin. Hör meine Worte. Wick, begib dich zur Oberwelt und versuche sie zu retten. Dort angelangt kannst du nicht zurück, bis alles vollbracht ist. Bist du bereit? Nein, noch nicht. So soll es sein. Kehre zurück, wenn du dich ausgerüstet hast. Denn...
Wir müssen doch Melina noch Tschüss sagen, Leute. Wir können doch nicht einfach so abhauen. So, und dazu gehen wir dann ganz munter hier nach oben wieder mal in die Weberei. Ja, wo die steht, wisst ihr mittlerweile auch. Nein! Bitte, komm nicht herein! Tut mir leid, Wick. Ich kann dir nicht in die Augen. Ich habe gehört, dass du von hier weggehst. Mein Lachen sollte dich begleiten. Aber mir ist... Ich weiß nicht warum. Aber ich muss weinen. Aber eines Tages wirst du sicher zurückkehren. Bis dahin werde ich warten. Ich bin sicher, dass ich an diesem Tag auch wieder lachen kann. Komm bald zurück. Gute Reise. Ja, und diese Szene wäre uns verwehrt geblieben. Mit Melina stimmt etwas nicht. Sie weint in ihrem Zimmer. Wick, hast du Melina etwas angetan, du Unhold? Ja. Melina kann uns nicht mehr in die Augen sehen. Sie kann es nicht ertragen, dass wir hier verschwinden werden. Das war einer der Momente, wo ich dann als Stumpen da gesessen habe. Sorry, ich will nicht so viel platt reden. Da gesessen habe und gedacht habe, was? Och Mann, nee. Och nö. Und dann, ja. Der Erdspalt führt zur Oberwelt. Bla, blub, Ödland, Blüte, Leben, Wünschen, Glauben. Ja, wir gehen schon. Ja. Lass mich dir noch einen Rat geben. Der Kristallspeer aus der Truhe besitzt nur hier die Kraft, dich zu heilen. In der Oberwelt verliert er sie. Dort musst du Heilknollen benutzen, um deine Kräfte aufzufüllen. Setz deine Heilknollen weise ein. Auf diese Weise ist dir ein langes Leben gewiss. Sieh den Gefahren ins Auge und du wirst alle Prüfungen meistern. Genug der Worte. Geh nun. Okay, mein alter, lieber Weiser, ich spring jetzt in diese ewig tiefe Erdspalte. Hui! Da sind wir dann jetzt beim Portal, nicht mehr bei der Erdspalte. Was ist geschehen? Langsam öffnet Wick die Augen und erblickt ein Land ohne Leben. Ich bin an meinem Bestimmungsort angelangt. Es gibt kein Zurück mehr. Was für eine traurige Welt. Öde Steppen und klamme Luft. Kein Zeichen von Leben. Wie soll ich die Welt von ihrem Elend befreien? Klage nicht, mein Freund. Lass uns nachdenken. Ich wurde auserwählt, diese Welt zu erlösen. Ich bin mir meiner Verantwortung voll bewusst. Doch liegt die Rettung wirklich in meiner Macht? Du wirst es nicht erfahren, solange du hier stehst und redest. Wow. Yomi, that was deep. Das war echt, wow, yeah. Hardcore-Philosoph. Zack. Wunderbar. Haben wir überspeichert. So, ja. Na, dann machen wir hier, glaube ich, auch gerade Ende. Peng. So. Ja, und dann werden wir uns mit dem nächsten Part mal die Oberwelt ein wenig genauer anschauen und diese öden Steppen etc. überprüfen. Also Leute, macht's gut. Wir sehen uns bald wieder mit Terranigma. Ich bin raus. Ciao. Ciao.